Grüß Gott und herzlich willkommen, lieber Bibelleser. Gott möge dir begegnen, wenn du über sein Wort nachdenkst und es anwendest. Wir sind in der 54. Folge bei unserem Gang durch das Johannesevangelium. Der Herr Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Fortgang vor. Dabei macht er deutlich, dass sie nicht verlassen werden. Jesus spricht von dem Geist der Wahrheit. Schauen wir uns genau an, was der Herr Jesus seinen Jüngern zu sagen hat. Ich lese vom Kapitel 14 die Verse 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vers 15. Welche logische Verbindung zieht Jesus in diesem Vers? Wer Jesus lieb hat, der hält seine Gebote. Wer ihn liebt, der tut das, was er sagt. Das gehört zur Liebe dazu. Aus welchen Gründen werden in den Religionen normalerweise Gebote gehalten? Um durch Leistung die Gottheit zu bewegen und freundlich zu stimmen. Man möchte zum Beispiel Jehovas Freundschaft behalten. Was können Christen religiösen Menschen sagen? Gerettet wird man durch das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus für meine Schuld. Der Glaube bzw. die vertrauensvolle Hingabe an Jesus bringt mir diese Rettung in die neue Welt Gottes. Die Gebote des Herrn Jesus halten wir aus Liebe und Dankbarkeit und nicht, um uns zu erretten. Wer die Gebote halten möchte, um sich zu retten, macht das vollkommene Werk des Herrn Jesus zunichte, denn er macht dadurch deutlich, dass es noch meine Leistung zur Rettung benötigt. Vers 16. Was wird die Antwort auf die Liebe zum Herrn Jesus sein? Der Herr wird den Vater bitten, dass die, die ihn lieben, einen anderen Beistand noch bekommen. Wieso ist die Liebe zum Herrn Jesus die Voraussetzung? Weil die Liebe zum Herrn das untrügliche Erkennungszeichen eines Jüngers ist. Und nur die Jünger diesen Beistand versprochen bekommen haben. Sie haben sich entschieden, ihrem Herrn nachzufolgen. Und um weiter nachfolgen zu können, benötigen sie diesen Beistand. Wie gesagt, Liebe zu Jesus Christus ist das normale Christsein bzw. Jüngersein.
Wer nicht Jesus Christus liebt, hat die Errettung nicht begriffen und steht sogar noch unter dem Fluch. Und das können wir nachlesen in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 22. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, und es geht hier um den Herrn Jesus, der sei verflucht. Ah ja, in Vers 23 wird es hier nochmal deutlich. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Nun die Frage 3 in dem Vers 16. Wen sollen die Jünger erwarten? Den Beistand. Die Neue Weltübersetzung übersetzt Helfer. Das geht genauso. Was müssen die Jünger vermuten? Dass der Herr Jesus von einer Person spricht, die ihnen zur Seite steht. Jesus spricht personhaft. Er wird bei euch sein. Wer ist der Bittende und wer ist der Sendende? Der Herr Jesus bittet den Vater und der Vater sendet den Geist. Wenn es ein anderer Beistand ist, wer ist wohl der erste Beistand? Es ist die Person Jesus selbst. Jesus steht den Jüngern bei. Was sollen die Jünger zuerst von dem neuen Beistand erfahren? Er wird sie niemals verlassen. Sie werden diesen Beistand in alle Ewigkeit haben. Vers 17. Was sollen die Jünger noch wissen? Es geht um keine fleischliche Person, sondern um den Geist der Wahrheit. Schon hier können wir erkennen, dass der Herr auch nicht von Mohammed spricht. Dies behaupten jedoch die Muslime. Und zweitens, die Menschen, die keine Jünger sind, werden diesen Geist nicht empfangen können. Die Jünger werden den Geist empfangen. Nun, die Welt sieht den Geist nicht. Kann man denn einen Geist sehen? Nach meiner Erkenntnis geht es hier um ein inneres Sehen bzw. um ein inneres Wahrnehmen, wie es der Herr dem Nikodemus deutlich macht. Und zwar in Johannes Kapitel 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Die Welt hat nicht die Fähigkeit, diesen Beistand wahrzunehmen. Im Bild gesprochen, fehlt ihr das Sinnesorgan dazu. Dritte Frage. Was können wir somit nicht von den Menschen der Welt, die Jesus nicht nachfolgen, erwarten? Dass sie das alles mit dem Heiligen Geist verstehen. Sie nehmen ihn weder wahr, noch kennen sie seine Auswirkungen. Was sagt der Herr seinen erstaunten Jüngern? Sie kennen bereits den neuen Beistand. Der Beistand ist nicht fremd und er wird sogar sich mit ihnen verbinden. Er wird in euch sein. Was macht der Herr damit deutlich? Es gibt eine scharfe Scheidung zwischen den Menschen, die seine Jünger sind, und die dann den Geist der Wahrheit haben und denen, die das nicht sind. Diese Scheidung kommt nicht durch eine Organisation, sondern allein durch das Jüngersein. Vers 18. Wer kommt mit dem Heiligen Geist? Der Herr Jesus selbst. Wenn der Geist kommt, kommt auch Christus. Wobei nicht der Herr Jesus mit dem Heiligen Geist austauschbar ist. Das Wort Gottes, Kapitel 1, Vers 1, gehört zum gleichen Gott. Der Herr Jesus möchte seine Jünger begleiten und deshalb kommt er im Geist auch selbst. Vers 19. Was möchte der Herr Jesus mit der
Zeitaussage den Jüngern deutlich machen. Nach der Kreuzigung wird das Grab leer sein. Und die Welt wird nicht mehr wissen, was mit dem Herrn Jesus geschehen ist. Aber die Jünger werden die Auferstehung des Herrn mitbekommen und ihn nach der Kreuzigung wieder lebend sehen. Der Herr tröstet die Jünger mit seiner garantierten Zukunftshoffnung. Der Herr sagt, weil ich lebe. Wie könnte man diese Aussage verstehen? Wie die Elberfelder sowie die Schlachter übersetzt, heißt es, dass weil Jesus lebt, auch seine Jünger leben. Der Jünger lebt nur deswegen, weil sein Herr lebt, an den er gebunden ist. Wann kommt dieses Leben wirklich in die Jünger? Durch das Pfingstereignis, eben durch den Beistand, den Geist der Wahrheit. Er verbindet, er sorgt für die Wiedergeburt, er bringt wirklich das göttliche Leben in den Jüngern von Jesus. Vers 20. Welcher Tag ist hier gemeint? Es ist der Pfingsttag. Wenn sie den Heiligen Geist bekommen, Gottes Geist hilft ihnen, Gott mehr und mehr zu erkennen. Wir können Gott nicht rein rational erkennen. Dafür ist unser Denkvermögen sowie sind unsere Erfahrungswerte nicht ausreichend. Was werden die Jünger erkennen? Der Vater und der Sohn sind auf das Engste verbunden. Der Vater ist im Sohn und der Sohn ist im Vater. Und was geschieht noch? Nun sind auch die Jünger im Vater und Sohn aufs Engste verbunden. Sie sind in der Familie Gottes. Wer ist dabei das Bindeglied? Es ist der Herr Jesus, der im Vater und in den Jüngern ist. Wie ist das möglich? Durch den Geist, den sie an Pfingsten bekommen. Manche fragen sich, werden sie damit auch Gott? Nein, aber sie sind Gottes Kinder und der Geist Gottes ist in ihnen. Vers 28. Wie in Vers 15 wird hier von der Liebe des Jüngers zu seinem Herrn gesprochen. Was sind die Folgen, wenn er seine Gebote hält? Zum einen, er erfährt die Liebe des Vaters und des Sohnes mehr und mehr. Er hält sich im erfahrbaren Raum der Liebe Gottes auf. Er erlebt somit keine Erziehungsmaßnahmen, sondern Segen und Freude. Zum anderen, der Jünger lernt immer mehr die Person des Herrn Jesus kennen. Es geht somit nicht einfach, die Gebote des Herrn zu kennen und zu befolgen, sondern immer mehr die Person des Herrn Jesus kennenzulernen. Jesus offenbart sich selbst. Christus steht bei den Jüngern im Fokus. Wie übersetzt die Neue Weltübersetzung? Ich lese aus der Übersetzung von 2018: Wer meine Gebote annimmt und sie hält, der liebt mich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und ich werde ihn lieben und mich ihm deutlich zeigen. Jesus wird sich diesen Jüngern deutlich zeigen. Auch hier geht es um Jesus, der immer mehr erkannt wird. Und dies tiefere Erkennen soll nach seiner Himmelfahrt geschehen. Nur die Person des Herrn Jesus zu betrachten, wie er als Mensch auf der Erde war, ist zwar sehr wichtig, aber zu wenig. Wenn Jesus sagt, ich bin in euch, ich bin bei euch alle Tage, dann ist das mehr
als der Mensch Jesus, der auf der Erde geheilt hat. Die Jünger werden vorbereitet, noch mehr von Jesus kennenzulernen. Vers 22. Was ist für Judas fragwürdig? Wie sich wohl der Herr Jesus seinen Jüngern noch offenbaren wird und warum er sich in dieser Weise der Welt nicht zeigt? Hat Judas dem Herrn Jesus nicht zugehört? Ich denke nur halb, denn der Herr sagt ja, dass er sich denen, die ihn lieben, offenbaren wird. Vers 28. Ja, ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Die Welt liebt ihn nicht, deshalb wird sie ihn auch nicht wirklich kennenlernen. Das Thema Liebe greift der Herr auch in den weiteren Versen auf. Vers 23. Was wird noch geschehen, wenn man den Herrn Jesus liebt? Gott wird in dem Jünger wohnen. Neben dem, dass der Geist im Jünger ist, Vers 17, hier, der Geist wird in euch sein und der Herr zu seinen Jüngern kommt, ich komme zu euch und in ihm ist, ihr in mir und ich in euch. Der Herr ist auch die Verbindung zum Vater, dass ich in meinem Vater bin. Und hier nimmt auch der Vater Wohnung in dem Jünger. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vers 24. Auf welchen Gegensatz macht der Herr aufmerksam? Wer die Gebote des Herrn nicht beachtet, der zeigt damit, dass er Jesus nicht liebt. Er schneidet sich damit auch den Weg zum Vater ab, da die Worte des Herrn Jesus die Worte des Vaters sind. Der Vater ist nicht der Sohn, aber er handelt durch den Sohn. Der Jünger liebt aber seinen Herrn und ist durch ihn mit den Worten des Vaters vertraut. Was könnte jetzt deine Aufgabe sein, lieber Bibelleser? Du könntest nochmal das Johannesevangelium bis hierher durchlesen und alle Gebote und Aufforderungen des Herrn Jesus, die dich betreffen, markieren und umsetzen. Vers 25. Warum spricht der Herr diese Selbstverständlichkeit aus? Er möchte, dass sich die Jünger daran erinnern. Ich habe es euch gesagt. Ja, es kommt eine neue Zeit für euch. Da wird der Heilige Geist, der Vater und ich selbst zu euch und in euch kommen, wie ihr es bisher so noch nicht erlebt habt. Vers 26. Wer führt diesen Gedanken weiter aus? Es ist der Heilige Geist, der euch lehrt und euch nochmal erinnert, was ihr sonst vergessen würdet. Wie kann man erinnert oder belehrt werden? Von jemandem, der weiß, was man vergessen hat und der auch weiß, was man noch lernen muss. Es muss eine Person sein. Natürlich kann man sich auch selbst erinnern, wenn man etwas sieht und die eigenen Erinnerungen wieder hervorkommen. Aber hier erinnert der Geist. Was sagt diese Tatsache über die Vertrauenswürdigkeit des Neuen Testaments aus? Die Jünger wurden vom Geist erinnert, das Richtige weiterzugeben. Welche Zuversicht darf dann Judas, nicht der Iskariot, auch haben? Er wird durch Gottes Geist noch
an manches erinnert, was er hier einfach nicht so angenommen und verarbeitet hat. Er wird somit den Herrn Jesus immer besser verstehen und ihn selbst immer klarer erkennen. Dies hat der Herr Jesus ja in Vers 21 auch versprochen. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Soweit mal. Was können wir von diesen wichtigen Aussagen mitnehmen? Mir war wichtig, dass ich als Jünger von Jesus den Heiligen Geist in mir tragen darf. Und wie lange wird dieser gute Heilige Geist in mir sein? Ewig. Ich brauche zum Beispiel auch nicht mehr um den Geist zu bitten, weil ich ihn ja habe. Ich darf dafür danken. Dieser Geist führte die damaligen Jünger, damit sie die Worte und die Person des Herrn Jesus gut vorstellen und beschreiben können. Wir können sowohl den Evangelien als auch den Briefen der Jünger glauben. Gottes Geist hat sie geleitet. Außerdem war mir wichtig, wie eng ein Jünger mit Gott verbunden sein darf. Über den Herrn Jesus zum Vater. Jesus ist der Mittler oder die Brücke. Und der Geist Gottes wohnt in mir, Vers 17. Und über ihn kommt auch mein Herr Jesus, Vers 18. Und sogar mein Vater zu mir, Vers 23. Liebe Freunde und Bibelleser, ich bin sehr glücklich darüber. Wozu brauche ich noch eine leitende Körperschaft? Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Dein Martin. Tschüss. Für Gottes Wort nehm ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit. Wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und